Hallöchen. Ja, jetzt geht's mal in eine andere Richtung. Den höchsten Berg mal zu erreichen hier in der Sächsischen Schweiz. Mit 570 Metern, glaube ich. Auf der anderen Seite ist Tschechien gerade zu sehen. Falls man es jetzt gesehen hat, ich sehe es nämlich gerade nicht. Beziehungsweise sehe ich gerade nicht, was auf dem Bildschirm passiert. Ja, ich hoffe, dass ich das überhaupt zeitlich schaffe, weil jetzt bin ich 10.30 Uhr angekommen, ungefähr. Und, naja, das ist ein gutes Stück zu laufen bis dahin. Und ich hoffe, dass das mit dem GPS soweit funktioniert und ich mich nicht zu sehr verirre. Ja, schauen wir mal. Falls es nicht klappt, werde ich das irgendwo hier in dem Video, oder was heißt irgendwo hier in dem Video, irgendwann werdet ihr das dann mitkriegen im Video, wenn ich es nicht geschafft haben sollte. Aber sind wir frohen Mutes, das wird schon funktionieren. Gut, bis dann, ciao. Hallöchen. So, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt schon auf der tschechischen Seite bin. Oder noch auf der deutschen. Zumindest mein Mobilfunkanbieter nach bin ich hier in Tschechien gelandet. Ja. Ist jetzt eine Gegend, die ich noch nicht so kenne. Sieht aber schon mal sehr interessant aus. Moment. Upp. Geht überall ordentlich in die Höhe. Aber 600 Meter wollte ich heute schaffen. Und wie man sieht, ordentlich kaputt. Der Weg. Hier ging es gerade nur steil hinauf. Also ich weiß nicht, ob man das gerade so halbwegs erkennt hier. Es ging nur steil hinauf. War aber ganz spannend. Und zu meinem Glück gibt es ja auch noch Eisskulpturen, ein paar zu sehen. Für die Markus letztens hatte sich das doch recht gelohnt, fand ich. Ja, das sieht doch. Das sieht doch interessant aus. Spannend, das hatte ich so auch noch nicht in irgendeinem Video bei jemandem gesehen. Allgemein gibt es irgendwie für einige Ecken hier scheinbar noch keine Bilder, so wirklich. Also, dass das hier irgendwie ein Wanderweg sein soll. Wobei, da sieht es auch so aus, als wenn es da irgendwo lang geht. Das sieht ja Hammer aus, oder? Ist das nicht schön? Ist der Wahnsinn. Das nenne ich doch mal einen Wasserfall. Schöner, niedergründer, gelobt Bach Wasser. Wahnsinn. Und hier werde ich wahrscheinlich erstmal ein paar Bilder schießen, bevor es weitergeht. Und dann schauen, dass ich noch den großen Berg erreiche. Großer Berg klingt auch irgendwie bescheuert, oder? Naja. Gut. Dann mal noch ein schönes Bild hiervon und ich verabschiede mich mal wieder. Bis dann, ciao. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das hier sehe, es tut mir leid, ich habe schon einige schöne Videos aus der Sächsischen Schweiz gesehen, aber so dicht am Wasser. Oh. Tja, rein theopraktisch ist das doch gleichzeitig mein Weg. Gut, dass ich festes Schuhwerk anhab. Ui, ui.
sehr speziell. Das ist ja fast schon ein Lottogewinn hier. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem Video gesagt hatte. Wahrscheinlich schon. Aber dann muss ich das korrigieren, dann ist das hier noch besser, falls ich das in irgendeinem Video schon mal gesagt haben sollte. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Dann nehme ich euch mal mit in den etwas dunklen Wald. Meine Güte, ich bin hier bepackt mit 20 Kilo gefühlt. Könnten 15 sein. Das soll ein Weg sein? Oha, ich sehe da gerade hinten was ganz Interessantes. Moment. Ui, ui. Steine sind alle fest. Das ist gut. Wahnsinn. Und das sind diese Eisskulpturen, die ich meine, die da manchmal wachsen. Ah, Leute. Schon wieder Müll. Gut, das Ding wird dann noch mitgenommen. Auf dem Rückweg. Wenn ich es nicht vergesse, weil jetzt meine Tüte auspacken ist gerade ein bisschen schwierig. Scheinbar wollte man das hier mal zubauen, dass das hier nicht lang fließt. Hat nur nicht so geholfen. Oh. Die Birke da. Ah ne, nicht Birke, der Nadelbaum hier. Der war mal hier auf dem Felsen drauf. Den hat sauber abgerissen. Oh, und vielleicht seht ihr das gerade auf dem Video schon. Da hängen zwei ordentliche, drei, vier große Eiszapfen herum. Schade, das wäre jetzt schön gewesen, wenn das da eine Höhle wäre. Aber ist das abenteuerlich. So, jetzt nicht Handy fallen lassen. Wahnsinn. Tja, das ist ja alles theoretisch irgendwie Weg. Schaut euch dieses schöne Eisformationen an. Ich weiß nicht mal, ob ihr mich überhaupt noch versteht. Gut, wie auch immer, hier werde ich jetzt mal versuchen, irgendwie rüberzukommen. Weil ich keine Ahnung habe, wie. Ah, dafür mache ich das Handy auf jeden Fall aus, weil nicht, dass doch noch irgendwas nass wird. Gut, dann hoffentlich bis gleich wieder. Tja, ich habe eine Möglichkeit gefunden, rüberzukommen. Und zwar ohne Schuhe. Natürlich setzt das voraus, dass die Hose nicht wegrutscht. Schuhe, bitte nicht ins Wasser. So. Oh, der Boden ist schon kalt. Glatt. Ja. Geschafft. Oh, es ist kalt. Überraschung, es ist kalt im Winter und im Wasser. Gut. Hätten wir das, dann geht's weiter. Und hoffentlich erreiche ich irgendwann den Berg, ohne noch mehr Wasser durchqueren zu müssen. Gut. Was macht man nicht alles für Bilder? Bis dann, ciao. Wie man sieht,
darf mich noch ein paar Mal immer wieder durchs Wasser kämpfen. Das nehme ich jetzt nicht alles auf, weil das wird wahrscheinlich sich noch den ganzen Weg so hinziehen. Aber ich bin hier mitten, nicht so wackeln, mitten zwischen den Bergen oder zwischen Felsen. Und ich komme hier gar nicht wirklich weiter, weil es einfach zu viel zu sehen gibt. Allein diese ganzen Eisformationen. Ah, das Handy braucht immer ein bisschen. Dafür bin ich ganz zufrieden mit der Qualität der Bilder vom Handy. Na? Ist das eindrucksvoll? Es ist hier zwischengeflossen. Hat sich dann verfestigt. Der hier ist noch größer, glaube ich. Das ist eigentlich fast schon eine Wand aus Eis. Schon sehr magisch. Da sind auch schon ein paar kaputt. Was die Natur so zaubern kann, ist immer wieder erstaunlich. Und das alles vor der Haustür. Alles vor der eigenen, ja, bei mir sind es fast 4 Stunden Zugfahrt. Aber ansonsten fast alles vor der eigenen Haustür. Natur. Ist doch Wahnsinn, was man eigentlich so entdecken kann. Fernab von Rechnern, PCs, PC-Spiele. Wobei ich zugeben muss, ich bin ja auch sehr technikaffin, wie man ja merkt. Gut. Kann man da eigentlich fast durchgucken? Naja. Nicht wirklich. Gut, dann versuche ich mal, meinen Weg in die Richtung weiter fortzusetzen. Und irgendwann sollte ich hoffentlich den hübschen Berg erreicht haben und seine 500 Meter. Oder, nee, 570 hatte ich gesagt. Hatte ich überhaupt was gesagt? Ach, egal. Gut, ihr Lieben. Ich höre mich selber nicht mal. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt in einem Video. Bis dann. Da ist er schon wieder. Also das hier ist echt ein wilder, ja, fast schon wie so ein wilder Weg. Überall Wasser. Überall kommt Wasser raus. Aus jeder Ecke. Selbst hier auf dem, in Anführungszeichen, Weg läuft das überall lang. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist schon sehr, sehr lange keiner mehr lang gelaufen. Oh nö. Ja. Da fließt gerade so viel Wasser. Hui, hui, hui. Ach, wobei, ne, hier geht's ja gut vorbei. Ach, wobei, hier geht's ja gut vorbei. Aber ihr seht, was ich meine, ja. Das ist, den wird's wahrscheinlich vom Strom gerissen haben. Ihr seht, was ich meine, überall Wasser. Übrigens muss man doch aufpassen. Hier in den schattigen Stellen ist das Wasser teilweise auf der Oberfläche der Steine und alles noch, noch gefroren. Womit man durchaus mal leicht ausrutschen kann. Oh, jetzt kommt langsam wieder Licht. Also ich bereue es nicht hier. Also die Ecke. Sagen wir das erste Video. Ach nee, ich habe ja dazu nie ein richtiges Video gemacht, oder? Statt wählen? Nee. Sagen wir, das war schon gut. Also es hat mir schon sehr gefallen. Dann
war ich in Schmieker. Das hat mir noch viel, viel, viel besser gefallen. Da hatte ich auch meinen Kommilitonen von der Uni gesagt, der war nicht bei Stadtwählen mit, sag ich ihm, du, Schmieker wirst du lieben, das ist noch viel besser. Aber wenn ich das hier so sehe, dieses Stück ist auf diesem komischen, merkwürdigen Weg hier, unberührte Fleckchen Natur, an der Grenze, mit strömendem Wasser überall, das toppt sogar Schmieker um einiges. Und wie kommt man auf so eine Dinger? Da kann ich eigentlich nur jeden irgendwie ans Herz legen. Schnappt euch eine Karte. Sucht euch OpenStreetMap zum Beispiel, funktioniert ganz gut. Sucht euch Orte in eurer Nähe aus. Wenn ihr hier in Sachsen lebt, umso besser. Aber ich möchte garantieren, dass es überall schöne Gebiete zu sehen gibt. Probiert es einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob man das Licht, wie es da so durch die Bäume fällt, genau erkennen kann. Jedenfalls, das kann ich nur jedem ans Herz legen. Einfach mal raus. Es lohnt sich, immer wieder in die Natur zu gehen. Vor allem, wenn man Student ist. Gut. Ich hoffe, es stört nicht, dass einige Sequenzen immer doch so ein paar Minuten am Stück gehen. Ich bin nicht so der, bisher noch nicht der Fan von Schneiden, Schneiden, Schneiden. Deswegen mache ich das lieber immer am Stück. Viele andere schneiden da immer gerne. Alles zusammen ist nicht so mein Fall. Gut, wie ihr seht, jetzt geht es wieder in den dunklen Wald. Ich habe noch ein ganzes Stück zu laufen. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich denn am besten zurückgehe. Aber da wird sich schon was finden. Gut. Dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle wieder. Da unten sieht man das. Da ist überall Schilf. Da sieht man auch das Wasser lang fließen. Ist das schön hier. Hört man auch ein bisschen leiser sein. Ich hoffe, man hört mich noch. Denkt man schon. Um die Natur hier nicht zu stören. Weil das doch hier sehr abgelegen an einen abgelegenen Eindruck macht. Aber ich wollte mich auch verabschieden. Bis dann. Tschüss.